Manager hauen ja gerne mal auf die Pauke. Und wie wir mittlerweile wissen, dabei kommt nicht immer das Beste raus. Heute Morgen haben die Leute der Drum Conversation, was so viel heißt wie Trommelunterhaltung, die Bundeskonferenz der Wirtschaftsjunioren in Darmstadt mit einer interaktiven Trommelshow eröffnet. Diesmal konnten also die angehenden Wirtschaftsführer tatsächlich trommeln. Sie wussten es nur noch nicht. Rhythmus. Rhythmus, den will Ismail Seck heute an die Kongressteilnehmer weitergeben. Über 200 afrikanische Trommeln hat er dafür mitgebracht, auch seine eigene. Das ist meine zweite Frau. Hier. Djembe heißen die Trommeln. Früher wurden sie in Afrika von den Griot gespielt. Sie waren die Geschichtenerzähler und Nachrichtenüberbringer des Königs. Wenn der König irgendwas will, hol den Griot. Der Griot geht in das Zentrum. Spiel mal. Laut. Und der andere Griot, andere Dorf, hört das und spielt das weiter, wie Nachricht gesendet. Deswegen sagt man, diese Trommel war ganz früher unser Telefon. Das afrikanische Telefon spielt heute auch Uwe Grohn, Partner von Ismail Seck. Das Trommeln soll Menschen verbinden und Teamgeist schaffen. Also die Philosophie ist auf jeden Fall sozusagen Motivation durch Leidenschaft. Wir machen das mit Herzblut, das merken die Menschen und deswegen können wir sie anstecken. Vor allem der Ismail, habt ihr ja schon kennengelernt. Und deswegen ist er auch bei uns sozusagen Protagonist auf der Bühne. Ich war ja selbst viele Jahre Schüler von ihm. Ideal ist es auch bei Tagungen. Es ist so, dann sitzen dann ganz schick die Menschen mit ihren Krawatten und wissen nicht, was sie erwartet. Und wir freuen uns immer schon, weil wir die Gesichter sehen. Und ich weiß vorher schon, der Ismail wird sie kriegen und die werden nachher singen und trommeln. Noch ahnen die Unternehmer nicht, was sie erwartet. Bis Ismail Seck um die Ecke kommt und die 200 Trommeln verteilt werden. Man sagt, die Deutschen haben kein Rhythmusgefühl. Das stimmt nicht. Die brauchen nur eine afrikanische Starthilfe. Dann das funktioniert. Starthilfe und der Manager-Motor springt an. Nicht alle sind so leidenschaftlich wie Ismail. Der Schirmherr der Veranstaltung trommelt auch mit, Walter Hoffmann, Darmstadts Oberbürgermeister. Es war am Anfang, hat man sich ein bisschen dagegen gewehrt, aber man wurde dann im Laufe des Trommelns doch wärmer und am Schluss habe ich es genossen. Man hat sich so richtig frei getrommelt. Wobei ein bisschen Schwierigkeiten, wo er dann kompliziertere Sachen gemacht hat, war, da merkt man dann doch, der Rhythmus hat ein bisschen gefehlt. Und manchmal auch ein bisschen die Koordination. Doch das minderte die positive Wirkung nicht. Also man sollte mehr trommeln vor schwierigen Entscheidungen, Riesensache. Man muss, man merkt, dass man sich mehr konzentrieren muss auf die Musik. Man muss mehr laufen lassen. Wenn man so kopfmäßig drauf ist, dann denkt man immer, scheiße, wo bist du jetzt? Aber man hat Zeit gemacht, das ist wirklich klasse. Der Saal tobt. Ismail Seck hat sein Ziel erreicht.